Herzlich willkommen zu unserer ersten Pressekonferenz in der neuen Bayernliga-Saison. Gast war heute der ESV Uglue, der Trainer, auch ein Altbekannten im Landsberger Eisstadion, und Tobi Dollhofer recht herzlich begrüßen. Für den HC Landsberg auch dieses Jahr wieder der Andi Zeck an der Bande. Herzlich willkommen. Endstand nach 60 Minuten 4:3 für den HC Landsberg. Darf als erstes den Gästetrainer entscheiden, Fazit bitten. Ja, schönen guten Abend erstmal an alle. Ich glaube, das Spiel hätte für uns natürlich nicht ungünstiger starten können. Gleich die ersten zwei Schüsse bei uns aufs Tor waren natürlich gleich drin. Dann ist es schwierig, auch das dritte Tor zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, 2 Sekunden vor Schluss. Das vierte war dann auch gleich wieder eine Minute nach Wiederanfang. Dann nimmst du ja auch in der Pause viel vor und dann kassierst du gleich wieder eins. Das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger Start. Schlechter kann es fast nicht laufen. Trotzdem haben wir, glaube ich, ganz gute Moral bewiesen. Ab dem ersten Tor von uns sind wir immer besser ins Spiel gekommen. Ich fand, dass wir die zweite Spielhälfte dann auch spielbestimmend waren. Zum Schluss raus hat es dann eben nicht mehr gereicht. Das heißt, also wie gesagt, mit der Moral von meinen Jungs bin ich schon zufrieden, nur natürlich der Start, das darf uns nicht passieren. Da haben wir viele Situationen gehabt, wo wir einfach im Zweikampf einen Schritt zu spät waren oder den Mann nicht ordentlich hatten. Ich habe vorhin schon gesagt, da waren wir vielleicht noch ein bisschen das Tempo von Freitag gewohnt. Das geht halt dann hier nicht und dann hat es jetzt am Ende knapp nicht gereicht. Müssen wir halt so hinnehmen und dann müssen wir schauen, ob wir nächste Woche wieder punkten. Danke. Ja, danke schön. Ja, Andi, erstes Wochenende, 6 Punkte. Könnte man zufrieden sein. Tobi sagt hinten raus, hat ihm seine Mannschaft besser gefallen. Ich denke, bei uns war es dann genau umgekehrt. Der Start war ja wirklich sehr gut. Ja, wie ist dein Fazit? Ja, guten Abend auch von mir und alle. Ja, es ist eigentlich genau andersrum. Danke. Na schon. Also es ist optimal losgegangen, es waren 2 Schüsse, wir führen 2-0 und wie Tobi gesagt hat, 2 Sekunden vor Drittelende machen wir es 3-0. Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Pause und sind dann noch in Überzahl. Erzielen dann das 4-0, das haben wir auch in der Kabine gesagt, wenn wir jetzt ein 4-0 legen, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Aber wir haben das 4-0 dann dazu genutzt, um zu sagen, okay, läuft gut, passt, jetzt tun wir einen Gang zurück. Das haben wir dann auch gemacht. Im eigenen Drittel immer so konsequent die Scheibe nach draußen gespielt, wie wir es zuvor gemacht haben, haben dann dadurch auch die Strafzeiten nehmen müssen und in Unterzahl eben dann auch Tore kassiert. Und dann im letzten Drittel sind wir dann immer in die Spur zurückgekommen. Das ist dann schwierig, wenn man ein gutes Drittel hat und dann einen Gang zurückgeht, aufgrund von der 4-0-Führung dann eben dann wieder einen Gang zuzulegen. Das ist im Regelfall eigentlich sehr, sehr schwer. Haben wir auch nicht geschafft, haben wir es dann mit Glück dann am Schluss auch noch gewonnen. Aber okay, das ist abgehakt, wir haben das erste Wochenende, wir haben 6 Punkte. Das war das oberste Ziel, das haben wir erreicht und jetzt werden wir am Dienstag uns wieder auf Peißenberg und Erding vorbereiten. Ja, Dankeschön. Ich denke, dann haben wir das Spiel schon ausreichend analysiert. Bleibt mir der Hinweis, nächsten Sonntag, 16.10. wieder um 17 Uhr. Dann sind die Erding hier zu Gast. Bedanke mich, wünsche einen schönen Abend. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.